Servus Leute, ja, trotz meiner Leseflaute im Juli konnte ich nicht widerstehen und habe trotz allem ein paar Neuzugänge. Es sind nicht viel, aber ja, man muss trotzdem. ja, ich habe von Veronica Scott Feuer, oder wie heißt Feuer und Flut. Ich lese euch kurz mal hinten vor. Das Brimstone-Lied ist ein mörderischer Wettkampf quer durch Wüste, Meer, Berge und Dschungel. Und Tella zögert nicht daran teilzunehmen, um ihren Bruder zu retten. Jeder Teilnehmer ist auf sich allein gestellt und bekommt zur Unterstützung ein Pandora, ein genetisch manipuliertes Tier, zur Seite gestellt. Bald schon lernt Tella den mysteriösen Guy kennen und verliebt sich. Doch was passiert mit der Liebe, wenn die Zielgerade am Horizont auftaucht? Ich fand das extrem interessant, was ich jetzt hier lese. Wenn Sie diese Nachricht hören, sind Sie eingeladen, als Kandidat im Brimstone Bleed teilzunehmen. Alle Kandidaten müssen sich binnen 48 Stunden melden, um Ihre Pandoras auszuwählen. Wenn Sie nicht innerhalb von 48 Stunden erscheinen, verfällt Ihre Einladung. Also das ist die Einladung zu unserem Überlebenswettrennen irgendwie so. Und das hört sich irgendwie richtig spannend und actionreich an. Also, ja, dann, yay, ich bin ja ein, übrigens aus dem CBT-Verlag. Und dann, ihr kennt ja sicher Shadow Falls Camp von CC Hunter aus dem FJB. Verlag. Und dazu gibt es jetzt ein Spin-off. Das heißt Shadow Falls After Dark. Ja, und behandelt die Vampirin Della. Also dies spielt hier die Hauptprotagonistin. Wenn du nicht weißt, wo du hingehörst, hast du auch nichts zu verlieren. Vampir Della ist frustriert. Das Wochenende zu Hause war der absolute Albtraum. Ihre Familie hält sie für gestört, ihr Ex hat eine neue Freundin, ihr kalter Körper widert sie an, warum erkennt niemand ihre wahren Fähigkeiten? Bei ihrer Rückkehr ins Camp will sie allen beweisen, was in ihr steckt. Doch dann bricht das Chaos aus. Ist es möglich, dass Dellas vermisster Onkel auch ein Vampir war? Bei den Recherchen stößt sie auf ein wohlgehütetes Geheimnis, das alles in Frage stellt, was Della überhaupt über ihre Herkunft zu wissen glaubt. Ja, Band 1 der neuen Serie aus dem beliebten Camp Shadow Falls. Und nachdem ich echt ein Fan von Shadow Falls Camp bin und von der Schreibweise von CC Hunter, von der ganzen Story, habe ich das natürlich auch haben müssen. Ein zweiter Neuzugang. Dann mein dritter Neuzugang. Das ist der dritte Teil von Maddie. Ne? Maddie, immer das Ziel im Blick, heißt er, von Katie Kaczynski aus dem Boje Verlag. Die Wahrheit ist oft zu aufregend, um sie vorherzunehmen. Maddie hat Isolationshaft und Gehirnwäsche überstanden und kehrt zurück in ihr Elternhaus. Eine landesweite Umfrage zur Digital School soll zeigen, welche Gruppe größer ist, die der Befürworter oder die der Gegner. Der Widerstand muss nun alle seine Kräfte mobilisieren, denn der letzte große Kampf gegen das System der Digital School steht an. Von zu Hause kann Maddie ihren Freunden wertvolle Daten aus den Unterlagen ihres Vaters zuspielen. Der Preis, sie sieht Justin kaum noch. Während er viel durchs Land reist, schließt sich ein neuer Junge dem Widerstand an. Und in den Kampf für ihre
Ziele mischt sich für Maddie plötzlich ganz unerwartet ein wahres Gefühlschaos. Ja, der Abschluss der Trilogie rund um Maddie Freeman. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ganz unterschiedliche Stimmen gehört. Die einen sagen, wow, super. Die anderen sagen, nicht so der Burner. Ich lasse mich mal überraschen. Die beiden, also der erste Teil war grandios. Der zweite Teil ist halt nur ein zweiter Teil, der in der Trilogie oftmals ein bisschen abschwächelt. Ich fand ihn trotzdem recht gut. Und mir hat er echt getaugt. Von dem her, ich bin jetzt mal gespannt und freue mich auf den dritten Teil. Ja, dann hat mich ein kleines Paket erreicht von Sandra Neumann, der Autorin. Die hat neulich meine Neuzugänge gesehen und ich war ja nicht ganz so erfreut, dass es den ersten Teil ihrer Reihe Einsatzort Vergangenheit, ein Zeitreiseroman, nicht mehr in der Covergestaltung gegeben hat, wie es eben die anderen beiden, die weiteren beiden Teile sind. Deswegen hat sie mir ganz lieberweise eines ihrer Exemplare, das noch in der alten Covergestaltung erschienen ist, zugesandt. Ich lese euch auch nochmal hier den Buchrücken vor. In Laura Simmons' Leben läuft alles nach Plan und alles könnte perfekt sein, wenn da nicht ihr neuer Kollege wäre. Zwar sieht Phil unverschämt gut aus und ist auch äußerst charmant, doch hat er ein gewisses Händchen dafür, Laura bei jeder sich bietenden Gelegenheit auf die Palme zu bringen. Und eines Tages geschieht das Unvorstellbare. Zusammen mit Phil landet sie versehentlich in der Vergangenheit und ihr Kollege entpuppt sich als Zeitreisender. Gestrandet in London zur Zeit Shakespeares und Elizabeth I. versuchen die beiden verzweifelt wieder nach Hause zu kommen. Der Weg zurück ist abenteuerlicher und gefährlicher als gedacht und sollte sie scheitern, wäre in der Gegenwart nichts mehr, wie sie es kannte. Aber das ist nicht die einzige Gefahr, mit der Laura kämpfen muss. Ein unerwarteter Kuss von Phil lässt sie völlig verwirrt zurück. Wie kann es sein, dass er sie so aufwühlt? Immerhin wartet zu Hause ihr neuer Freund auf sie. Da haben Gefühle für den ungeliebten Kollegen keinen Platz. Äußerst coole Geschichte, wie ich finde. Also die Story, die hört sich echt toll an. Und ich bin da echt mal gespannt drauf, was die Sandra Neumann da so geschrieben hat. Das Buch hat über 300 Seiten. Und Leute, da ist was drauf auf den Seiten. Also ich würde mal sagen, in so bisschen kleinere Schrift und ein bisschen weniger auf den Seiten, ihr wisst schon, wäre das bestimmt ein 500-Seiten-Buch. Also da bekommt ihr schon was für euer Geld. Und ich glaube, was ich so gehört habe, ist die Story auch wirklich recht gut. Ja, die vier Bücher habe ich als Neuzugänge. Und wundert euch nicht, ich habe gar nichts zu meiner Kulisse gesagt eigentlich die ganze Zeit. Ich bin hier bei mir im Wald und habe ja Urlaub gerade. Und da dachte ich mir, hol mal die Kamera raus und mach mal hier. Das ist doch eine coole Location zum Filmen. In diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.